ihr Schwarzmaler. Wieso 30 Euro für ein gekauftes Kostüm ausgeben, wenn man es auch einfach für 100 Euro selbst machen kann? Ich werde genötigt, einer karnevalistischen Festivität beizuwohnen. Und dafür nähe ich mir heute ein Kostüm. Yo, Cosplay vielleicht nicht direkt, es sei denn, irgendein Skelettstatist aus Disneys Coco zählt schon als Cosplay. Ich nehme mir heute nämlich ein mexikanisches La Catrina-Kostüm. Naja, eigentlich sind sogar zwei, denn meine Mom bekommt auch eins. Und mit ihrem Kostüm fangen wir auch an. Zum Nähen brauche ich auf alle Fälle erstmal eine Ladung Kabelbinder. Nur die Unfähigen kleben ihre Stoffe mit Heißkleber zusammen. Studierte ModedesignerInnen nutzen zum Verbinden der Textilien nämlich immer Kabelbinder. Ich spüre eine Verbindung. Ich habe eine Kabelbinder-Inception gemacht. Also viele Kabelbinder an einen Kabelbinder gesteckt. Das wird später dann der kronenartige Kopfschmuck. Darum habe ich meine Fischgräten dann auch Gold angesprayt. Und danach die Enden spitz zulaufend abgeknipst. Für die Teile brauchst du aber echt einen Waffenschein. Und deswegen muss ich schauen, wie ich das später noch entschärfen kann. Aber auch das ist ein Problem für Zukunft, Sarah. Jetzt kommt erstmal die Näh-Action. Ich habe nämlich richtig coole, authentisch mexikanische Stoffe aus, guess what, Mexiko. Und daraus will ich mit schwarzem Stoff, Spitze und diversem Tinnef ein Kleid zusammenfriemeln. Also, ich habe mir jetzt erstmal den Schnitt, den Grundschnitt vom Ärmel, so einen Standardschnitt, umgestellt, sodass ich schöne Flatterärmel habe nachher. Eigentlich war der Plan, dass ich hier den schönen Spitzenabschluss dran setze, aber das funktioniert nicht, weil sonst habe ich hier so eine Kante, weil das geht nicht so schön rund. Jetzt habe ich den guten Spitzenstoff schon zerschnitten. Vielleicht kann ich das aber irgendwie noch an einer anderen Stelle vom Kostüm einsetzen. Der war nämlich teuer. Egal. So, jetzt ist nur die Frage, ob ich das mit den Fransen mache oder mit den Bobbles. Aber die fallen weg. Ich habe nicht genug. Warte, ich schaue mal gerade, ob ich noch was habe. Ich habe hier bestimmt noch was. Was haben wir noch? Oh, ja. Ja, ja. Oh, Tinnef. So viel Kacke, die man gebrauchen kann. Scheißdreck. Ganz viel Scheißdreck. Das ist zu rosa, das brauchen wir nicht. Warum hast du denn auf einmal so eine andere Kulisse? Ich war eine Zauberkugel. Nee, ich habe nach Hause telefoniert. Ich bin in meinem Elternhaus, in meinem alten Kinderzimmer. Also, ich könnte, jetzt ist die Frage, grün? Grün sieht gut aus. Dann, oder das? Das sticht natürlich mehr ab, ne? Ich würde eins grün machen und das andere dann rot. Nee, auf keinen Fall. Nee, nicht einen Ärmel, sondern das eine Kleid und das andere. Du machst doch zwei. Nee, mm-mm. Ich will Fransen oder Bommel. Das ist nicht meins. Das wird für Mama. Du musst das doch noch anziehen fürs Video. Ja, das passt mir. Wir haben die gleiche Größe. Meine Mama ist sexy. Hä? Nee, das impliziert, wenn wir die gleiche Größe haben und Mama sexy ist, bedeutet das ja, ich würde denken, dass ich sexy bin, aber das stimmt nicht. Ich habe mich dann für Rot entschieden. Den Ärmel habe ich nicht komplett aus Spitze gemacht, sondern noch ein Stück schwarzen Jersey angesetzt, damit der Übergang harmonischer aussieht. Als nächstes kam dann das Oberteil vom Kleid. Ich habe Vorder- und Rückteil zugeschnippelt und zusammen mit den Ärmeln durch die Overlock gejagt. Beim Ausschnitt habe ich ein bisschen mit einem Rollsaum rumexperimentiert. Das Oberteil wäre schon mal fertig. Jetzt fehlt noch der Rock. Also es wird ein Kleid. Meine Mutter rennt aber nicht bauchfrei durch die Gegend. Soll ich dann noch was dran machen oder reicht das so? Doch, oder? Ich nähe das noch dahinter. Das wird doch gut aussehen. Also habe ich noch die Spitze in den Ausschnitt genäht. Und dann kam der Rock mit den coolen bunten Stoffen. Für die optimale Passform fürs Kleid habe ich einfach ein altes Kleid als Vorlage genommen, das ich meiner Mom früher mal genäht hatte. Dann habe ich erstmal einen Haufen Streifen aus allen Stoffen zugeschnitten. In the meantime kam meine Mutti und meinte, dass ihr die schwarzen Streifen nicht breit genug wären. Also habe ich immer zwei schwarze Streifen mit einem bunten vernäht. Ich muss jetzt noch das Oberteil an den Rock dran bekommen. So, und damit das passt, hier sieht man natürlich, dass das so nicht passt. Die Taille ist viel schmaler als der Rocksaum. Und aus dem Grund habe ich das Ganze gerafft, indem ich einfach mit großer Stichlänge, ohne die Naht zu verriegeln, einmal hier drüber gerattert bin. Und dann kann man hier an den Fadenenden ziehen
und dann rafft sich der Stoff. Und dann kann ich das auf die gewünschte Taillenbreite bringen und dann einfach festnähen. Kleiner Spoiler: Wenn die Dinge viel zu gut und zu schnell laufen, sollte ich eigentlich hellhörig werden. Dann ist nämlich Böses im Busch. Böses! Das Böse! Als ich fertig mit dem Kleid war, ist bei der Anprobe mit Mama der komplette Mexiko-Stoff wortwörtlich aus allen Nähten geplatzt. Der Stoff ist einfach so locker gewebt, dass ich ihn eigentlich vorher hätte umnähen müssen. Und das hätte ich auch wissen müssen. Also konnte ich wieder komplett von vorne anfangen. Jo, ich hatte aber wieder mal nur noch 2 Tage Zeit, um das Video überhaupt fertig zu bekommen. Dann ist mir noch anderer Stoff ausgegangen, also wollte ich schnell ins Nählädchen und Nachschub besorgen. Und dann war da eine Frau vor mir in der Reihe. Zweimal Stoff bitte, schnell! Ja nee, die Frau mit dem Funke Mariechen Petticoat war vor Ihnen dran. Chocata puta solo de buca del panta puto. Ha ha ha. Jo, das hat dann einfach mal eine Dreiviertelstunde gedauert. Und als ob das nicht schon genug wäre, ist mir noch die Karre bei voller Fahrt auf der Hauptstraße einfach ausgegangen. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Nach dem Kleidfiasko habe ich dann noch unsere Strumpfhosen mit Knochen bemalt. Damit meine Haut nicht mit der Farbe in Berührung kommt, habe ich sie mit Frischhaltefolie eingewickelt. Aus verschiedenfarbiger Wolle habe ich dann Quasten gemacht, um sie später um die Hüften wickeln zu können. Und kam dann wieder zurück zu meinen Legal Weapon Kabelbindern. Komm mit, ich zeig dir meine Kabeltrommel. Damit sich keiner im Besowski-Tumult ein Auge aussticht, habe ich dann noch kleine Perlen oben drauf geklebt. Ich kam nämlich schon mal an Karneval mit dem Gesetz in Konflikt. Wie sagt ihr eigentlich zu Karneval? Und wie ist euer Süßigkeiten-Schlachtruf? Hello? Alaaf? Oder... Halt die Fresse! Schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Okay, meine True-Crime-Story erzähle ich euch einfach mal während dem Schminken. Ich war mal als Catwoman verkleidet und bin maskiert ins Auto gestiegen. Und weil ich schon ein bisschen spät dran war, habe ich ein bisschen aufs Gas getreten und bin... Puff! In Blitze reingefahren. Jo. Jetzt habe ich ein maskiertes Verbrecherfoto von mir. Ich habe wochenlang gebankt, weil ich bin schon ein bisschen viel zu schnell gefahren und dachte so, yo, der Lappen ist safe weg. Und nach 3 Wochen oder so kam dann der Brief und ich musste 35 € oder so zahlen. Tat zwar weh, aber offenbar hatte mein Tacho im Schrottcorsa eine sehr, sehr hohe Toleranz in der Anzeige. Und so sieht das fertige Kostüm aus. Habe ich es nicht mehr geschafft, das zweite Kleid vor dem Video-Upload zu nähen. Aber wenn ihr wollt, lade ich das nochmal als Short hoch. Oder ihr folgt mir auf Instagram. Da poste ich ganz sicher noch was dazu. Lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, ob euch mein erstes Nähvideo gefallen hat. Und wenn ihr wollt, auch ein Däumchen nach oben. Hier oben gibt es noch ein weiteres Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao und bis bald.